Wir sind zurück bei Pacos Ferreira gegen Union Berlin und Der heutigen Begegnung. Sim Dekauer pfeift das Spiel. ja, ist schon wird schon interessant, Schauen ist wir doch mal gut. auf die Startformation. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Und nun ein Schuss. Der Ball ist im Aus, es gibt Abstoß. Abstoß? Abstoß nicht verteidigen, nicht verteidigen, wollte ich gerade sagen. Aber schon mal gut. 2 Minuten gespielt und schon. Erste wirkliche Torchance. Groß. Was? Groß? Toni oder was? Der spielt doch Trimmel. nicht bei Union. Der spielt ja bei BVB. Wird das eine Torchance? Der Einwurf könnte Ihnen jetzt eine Chance einbringen. Trimmel. So leicht dürfen Sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Nicht? Ich habe gerade seine Flasche umgeschmissen. Sagt er dazu. Einwurf jetzt. Haben Sie sich gut erkämpft. Und jetzt wird es Einwurf geben. Den Ball spielt er raus. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Muss Einwurf geben. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Jetzt vielleicht. Oh. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Diesen Einwurf haben sie Den sich hätte ich wirklich auch selber verdient. Da reinmachen haben sie können, die aber ich Räume dachte mir, super zugestellt. wir haben noch Jetzt wird es Zeit. gefährlich. Wir haben noch Zeit, ein Tor zu erzielen. Er schießt. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Der Ball ist im Aus. Das gibt Einwurf. Klasse Einsatz. Aber kommt er auch an den Ball? Ja, natürlich. Der ist ja schon jetzt. Nichts an dem Ball. Schönheim. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Krebski. Unaufhaltsam. Krebski. Wird's jetzt gefährlich? Oh, faul! Digga, der wollte mich faulen. Wie wird er jetzt Außerdem hat er eine Schwalbe gemacht, dieses Stück Scheiße. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Groß. Das sieht gefährlich aus. So, immer weiter läuft der Ball, immer weiter suchen Sie. Jetzt der Schuss! Jawohl! Was für ein Tor! Das ist natürlich super rausgespielt. Schön, schnell und passen. Das ist modernes. So muss das. So muss das. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Digga, ja, dann spiel doch ab, ich drück doch nicht umsonst Und dann ist der Y. Ball wieder weg. Ey. Dafür gibt's bei mir Minuspunkte, wisst ihr? Fatih. Das könnte eine Gelegenheit werden.
Und jetzt die Chance. Das spielt er gut mit und kommt rechts. Sehr gut gemacht. Gut aufgepasst. Ich kotze im Strahl, Mann. Doch kein einziges Tor erzielt, ey. Ich bin. Als Stürmer bin ich doch nicht mehr. Schönheim. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Dass ich überhaupt noch Stürmer bin, ist doch eigentlich schon ein Wunder. Oder noch ein Wunder, dass ich in der Startformation noch stehe. Das könnte die Chance werden. Defensiv machen sie es gut. Groß. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ja. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ist ja nicht ein Foul. Alles entspannt. Das ist eine gute Position. Nein! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Ich stehe noch extra gut. Oh, zum Ficken, Alter. Schrebski. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Er zieht ab. Den hat er super gehalten. Das wird einen Eckball geben. Ich dachte mir, naja, wenn du es aus der Nähe nicht kannst, versuchst du mal aus der Ferne. War der linke Fuß. Ecke kommt rein. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Er hätte ja abspielen können. Aber nee, aber nee, aber nee. Leão. Das könnte gefährlich werden. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Jetzt haben sie den Ball. Guter Pass, das könnte Chance werden. Oh! Oh! Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Jetzt wird's gefährlich. Und er gewinnt den Zweikampf. Exzellentes Zweikampfverhalten. Er ist da und kann den Ball hier klären. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Ja, aber bei mir meckern oder was? Digga! Alexandre Lacazette ist zu Arsenal gewechselt und verlässt Olympique Lyon. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt vielleicht. Zu fragen, was macht denn der Torwart da? Jetzt
daneben. Da hätte er den Ausgleich machen müssen. Vielleicht zu viel nachgedacht in dieser Szene. Er verfehlt. Ey, ich kann den Ball einfach nicht. Gib mir nie wieder einen Ball. Leao. Ein guter Doppelpass. Das könnte eine Gelegenheit werden. Digga, ich halte doch meine Position. Da trennt er ihn vom Ball. Fatih. Ball kommt rein. Immer noch gefährlich. Leao. Gutes Pressing jetzt. Ey. Gutes Technik. Ich kann den Ball nicht mal annehmen. Gib mir bitte nie wieder einen Ball. Es sei denn, ich stehe vorm Tor. Den Ball hat er, ganz souverän. Leao. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Groß. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Schießt er ihn rein. Endlich! Endlich! End-fucking-lich! Oh, ich hab den schon wieder vorbeifliegen sehen, ne? Ich hab den schon wieder vorbeifliegen sehen. Unterkante Latte und dann drin. Da passt da aber auch gar nichts mehr dazwischen. Das ist eine enge Kiste. Der kann ja auch rausspringen. Ja. Das ist ein klasse Tor. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ach ja. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Ach ja. Fatih. Jetzt müssen sie aufpassen. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Schrebski. Fick dich! Gut geklärt. Die Entscheidung dürfte gefallen sein in diesem zweiten WM-Vorrundenspiel, oder? WM? Es ist keine WM. Schauen wir vor allem auch auf die Leistungen. Da passiert nichts mehr. Die Sache ist durch. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Ja, also ich will mindestens 4 Tore in der gesamten WM machen. Das steht. Den Ball spielt er raus. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Jetzt vielleicht. Tja. Das ist alles nicht so leicht, ne? Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. So, wir führen 2:0, ne? Ja.
Okay, ich habe mir gerade nur hier das Dings da durchgelesen, das Trainerfeedback. Aber jetzt geht's in die zweite Halbzeit. Los geht's! Let's go! Wir steigen ein in die zweite Hälfte dieses Gruppenspiels. Also ein Tor will ich hier mindestens. Das könnte die Chance werden. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Fairer Einsatz hier. Halte die Position, ja, mein. Felix Groß. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Sie müssen aufpassen. Schönheim. Er spielt den Pass zurück. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Fatih. Guter Pass jetzt. Ball draußen. Der war. Abstoß. Er ist heute einer der auffälligsten. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Da trennt er ihn vom Ball. Fatih. Felix Groß. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Klasse Tackling hier. Schrebski. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Der Torwart faustet den Ball weg. Er schießt. Den hält fest. Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Schlipski, was machst du denn? Ja, ich wollte ja nicht passen. Aber er steht trotzdem im Abseits. Ne? Naja. Sie machen Druck. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Leistner. Das frühe Pressing jetzt. Da ist der Ball über die Linie. Er war da zuletzt mit dem Kopf dran. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. Felix Groß. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt die Flanke. Flanke bleibt hängen. Da können Sie erstmal klären. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Abgepfiffen, das war Abseits. Ah, Leute, 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 aufpassen. Ne? Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Wird's jetzt gefährlich. Er passt ihn auf den Flügel. Super dazwischen gegangen. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass.
Schönheim. Fatih. Jetzt wird's gefährlich. Super Einsatz. Da kann er ihn schaffen. Das war ein taktisches Foul. Ist schon das dritte in diesem Spiel. Aber Kopf hoch. Bin ja Stürmer. Bei mir darf man es ja machen. Und das ist der Ballverlust. Da kommt der Pass auf außen. Er bricht erstmal ab, wartet auf die Kollegen. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Mit dem macht er ihn. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Ey, der war aber gut gerollt. Also, der wäre reingegangen. Der wäre reingegangen. Vollkommen problemlos. Kann ich ihn hier noch nicht machen? Da kann er klären, gut aufgepasst. Sie können das Tor hier tatsächlich noch verhindern. Na, jetzt haben sie den Ball, können ein bisschen durchatmen. Es war knapp auf der Linie, so gerade noch geklärt. Ich will gerade was für Tasten haben. Das gibt einen Einwurf. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. Ja, danke. Der sollte wohl zu mir gehen, ne? Du siehst aber schon, dass da noch ein Gegner ist. Leao. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Noch. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Noch. Was, kurz weg? Heißt der wirklich kurz? Schönheim. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Fürstner. Defensiv machen sie es gut. Und jetzt die Chance. Nein, ich drück doch B zum Abschuss. Leck mich am Arsch. Warum macht ihr das denn nicht, ey? Warum? Trimmel. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ball kommt rein. Ganz einfach an den Ball gekommen. Oh, leck mir am Arsch. Ich will noch ein Tor erzielen. Ich will noch ein Tor erzielen. Ich will noch ein Tor erzielen. Ich will noch ein Tor erzielen, ich will noch ein Tor erzielen, ich will noch ein Tor erzielen. Ich brauche jetzt auf jeden Fall noch ein Tor erzielen möchte. Falls nicht, dann möchte ich noch ein Tor erzielen. Das könnte gefährlich werden. Da geht er dazwischen. Fürstner. Fatih. Fürstner. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Es wird eine Auswechslung geben. Fatih. Und nun ein Schuss. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Zur Ecke abgewehrt. Groß. Jetzt die Ecke. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Trimmel. Und jetzt ein Schuss. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Schade. Einfach nur schade. Ich bin maximal enttäuscht. Felix Groß.
Leao. Groß. Wird's jetzt gefährlich? Fürstner. Da verlieren sie den Ball. Groß. Gut verteidigt hier. Er fasst sich ein Herz und versucht's, aber das war zu weit weg. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ah. Ich glaube, das wird nicht zum zweiten Tor heute. Also von uns. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Er ist frei. Da kann was draus werden. Die Chance lebt noch. Ja! 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 Fassbares Tor. Kurze Distanz. Das war dann nicht allzu schwierig. Ja! Da wächst mir einer hoch. Ist das geil. Er ist heute richtig gut drauf. Ich dachte mir, na komm, diesmal schießt ein bisschen früher ab. Da kommt mir einer hoch. So viel was? Können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Naja, gelaufen. Also. Und direkt zurückgespielt. Sie kommen nicht so richtig durch und passen die Taktik jetzt an. Jetzt wird verstärkt auf lange Bälle gesetzt. Geht er rein? Oha. Den macht er klasse. Das sieht man doch. Er kann es noch. Kaum vorstellbar, dass das einer seiner letzten Auftritte sein könnte. So gut, wie der noch drauf ist. Da ist er mal vorne und da trifft er auch noch. Einer der seltenen Ausflüge des Abwehrspielers und er wird belohnt. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Gut gemacht. Also, gut. Also. 3-1 heißt es also jetzt. Felix Groß. Ja, setzt gut den Körper ein. Wollen die das Spiel jetzt hier komplett drehen oder was? Also, witzig wäre es schon. Klasse Aktion. Gutes Tackling. So, und jetzt nochmal nach vorne, jetzt nochmal nach vorne. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Wird das seine Torchance? Groß. Felix Groß. Gut geklärt, das war wichtig. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Jetzt kann er die Flanke bringen. Ball kommt weit. Nee, kein Tor. Ach, mit dem Kopf, was für eine Aktion. Eine super Chance, da wäre fast das Tor gefallen. Und damit beendet der Schiedsrichter die Partie. Gutes Spiel. So ist das, wenn Mut belohnt wird. Tolle Offensivleistung, Buschi. Ja, sie haben auch einfach die Spieler dafür. Trotzdem Kompliment, dass sie immer weiter gemacht haben, immer weiter attackiert haben. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Dankeschön. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Dankeschön. 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 So, Dankeschön. Immer weiter läuft der Ball, immer weiter suchen sie. Jetzt der Schuss!
Ah, oh, das war mein Schuss vorbei. Ah, oh, habe ich mich aufgeregt darüber. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Er zieht ab. Den hat er super gehalten. Dann Groß mit der Chance. Das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, Disziplin. Sepp schießt er ihn rein. Da ist das Tor, aber ein bisschen Glück war mit dabei. Ja, der ging vorbei. Habe ich mich drüber aufgeregt, ey. Chance vertan. Er ist frei, da kann was draus werden. Die Chance lebt noch. Und er schießt. Ein unfassbares Tor. So. Nice. Gefällt mir. Gefällt mir. Das gefällt mir super. Wie gefällt's euch? Ich kann keine Ahnung mehr. Ja, als ob ihr in die Nationalmannschaft kommen. Ach komm. Keine Chance. Okay, also wir können uns gut hocharbeiten, also. Der Maximum sehe ich jetzt 75, das ist Innenverteidiger, Toni Leistner. Warte mal. Ich geh mal runter, mal gucken, ob es hier noch irgendwie geht. Nö. Er hier ist mit am besten. Er hier, zentrales Mittelfeld, Kreilach, aber sehr schlechte Bewertung. Rechtsverteidiger. Die wirklich guten sind. Griecher Prömel, weil er ein Tor geschossen hat wahrscheinlich. Ich, weil ich zwei Tore geschossen habe. Skrybski oder Slipski oder wie auch immer der heißt. Trimmel. Das sind so, ja, momentan. Der Rest ist wahrscheinlich Ersatzbank. Maloney, zentrales Mittelfeld. Wir sind schon Platz 13 jetzt. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind wirklich gut. Rivalen? Was? Ach so. Okay. Aha. Wir haben uns noch gar nicht entwickelt. Also ich würde sagen, ein Spiel machen wir noch. So, warte mal, ich mach mal mein Mikrofon hier. Warte mal. So. Und so. So. Perfekt. Dann haben wir ein 4-3-3 über schöne Stürmer. Okay. Gut. Dann mach ich mal mein Mikrofon noch ein bisschen weiter runter. Angriffsszenarios. Okay. Was macht ihr denn da?
Ja, ist halt echt so. Digga, spiel ich denn jetzt Schlipski hier alleine oder was? Digga, gib mir den Ball. Hallo. Hallo. Nun ist es soweit. Wir kommen zu diesem Gruppenspiel in diesem European Continental Turnier. Und mit dem Spiel endet dann heute auch die Gruppenphase. Ich bin gespannt, was wir sehen werden. Und die heutige Begegnung heißt Union Berlin. Was macht der denn da? Toulouse. Und hier sehen wir die Startaufstellung für die Partie heute. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation. Hä? Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Nee, warte mal, Steuerung anpassen. Pro ist alles eingestellt. Das glaube ich jetzt nicht. Seite wählen? Wegen der Tastatur oder was? Ist das euer scheiß Ernst jetzt so? 3 Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Hier sehen wir die heutige Aufstellung des FC Toulouse. Klassisch. Digga, so kann ich nicht spielen. Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Wird's jetzt gefährlich? Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt der Schuss! Nochmal! Jawohl! Junge, war das knapp! Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Ach, sowas sieht er natürlich nicht gerne. Stichwort Chancenverwertung. Da hätten sie den Führungstreffer machen müssen. Schrebski, das könnte die Chance werden. Ja. Klasse Technik. Könnte. Hätte Boah. Fahrradkette. Mubanje. Hätte Motorkette. Hätte. Relativ hilflos, was sie da machen, aber klar, bei diesem Druck gibt Einwurf. Es gibt keinen Einwurf. Da haben sie jetzt Platz. Könnte jetzt was werden. Schrebski. Da ist die Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Gute Aktion. Mubanje. Sie stellen die Räume aktuell sehr gut zu. Die Konsequenz. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Meinst du? Weiß ich nicht. Wenn direkt ich rote das so einfach. Ansehe, bin ich froh, dass wir in unserem trockenen Kommentatorenkabinchen sitzen dürfen. Die Spieler sind nicht zu beneiden heute. Ja, es regnet ordentlich. Vor allem für die Torhüter ist der nasse Rasen natürlich sehr gefährlich, weil der Ball nach Aufsetzern vor allem unheimlich schnell geht. Delors. Und er gewinnt den Zweikampf. Von ihm erwarten wir heute einiges. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, wenn wir uns mal kurz erinnern. Wir sind im Fokus. Jetzt die Flanke. Da können Sie erstmal klären. Erstmal. Fürstner. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Trimmel. Jetzt gibt's hier Strafstoß. Endlich! Keine Frage, das ist ein Elfmeter.
Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich Alter. Die richtige Entscheidung. Aber keine Karte zu zeigen, also da liegt er daneben. Ja klar, solche Fouls sieht er nicht gerne. Das ist natürlich auch nicht ungefährlich. Bitte mach den rein, bitte mach den rein. Jawohl! Easy. Easy. Sauber vom Punkt verwandelt. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau. Nicht selbstverständlich. Die 24. Slipski oder Skripski. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Goulin. Somalia? Jetzt könnte es gefährlich werden. Also Somalia. Mhm. Da trennt er ihn fair vom Ball. Oh. Muss Einwurf geben. Einwurf, okay. Und schon ist der Ball weg. Fatih. Jetzt wird's gefährlich. Geht er rein? Oh! Ball erstmal weg. Gute Aktion. Über die Torauslinie, Ecke. Ich dachte mir, ach komm, scheiß drauf. Aber der ist noch rangekommen. Wäre der nicht rangekommen, wäre der reingegangen. Der wäre reingegangen. Ecke kommt. Da kommt der Schuss. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Da steht die Abwehr sicher. Delor. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gut verteidigt hier. Blanc. Schrebski. Spielt er den Ball in den Strafraum? Da ist die Flanke. Jetzt vielleicht. Ich wusste ja gar nicht, wo der Ball ist. Alter. Da hat er den Ball mit der Hand erwischt. Muss nicht mal Absicht gewesen sein, aber Freistoß ist korrekt. Das Warten auf seine Entscheidung hat ein Ende. Demnächst läuft er für den FC Liverpool auf. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Den klärt er. Schrebski. Könnte eine Gelegenheit werden. Da kommt der Schuss. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Jago. Blanc. Jetzt müssen Sie aufpassen. Er nimmt ihm den Ball ab. Ja, Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele. Immer wieder sehr souverän.
Taylor. Oha! Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Taylor. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Was mache ich denn da? Ich bin Stürmer, ich muss nach vorne. Wird's jetzt gefährlich? Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da war ja wirklich schneller als Ecke. Der Ball geht wohl zum Einwurf raus, ja. Spiel früher ab, halt deine Schnauze, Digga. War der Einzige, der im Sturm war. Richtige Entscheidung. Was? Er zeigt an, abseits. Und genau da ist es abseits. Wenn der zu mir zurückpasst. Wenn der zu mir zurück... Alter. Dann krieg ich wieder Strafpunkte, ey. Leck mir am Eil. Leck mir doch die Killer runter, ey. Das könnte gefährlich werden. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Super Aktion. Gut geklärt. Fürstner. Und jetzt die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ich hab's gemacht. Again. Again, again, again. Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Tja. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Ja, moin. Fürstner. Das könnte die Chance werden. Er spielt den Pass zurück. Sauber vom Ball getrennt hier. Scheiße. Delor. Hätte eine gute Chance werden können. Leistner. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Und den spielt er gleich wieder zurück. Super Pass! Oha! Schaffen Sie den Abschlusstreffer! Oha! Oha! Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Oha, schönes Tor. Sowas schaffe ich nicht. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Da müssen wir noch mal vorziehen, wa? Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt die Flanke. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich. Alter, direkt ausgekontert. Die schießen Tor. Wir machen kurz Abstoß, schießt den Ball nach vorne per Flanke und dann macht ihn Skripski rein. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Präzise Hereingabe hier und dann macht er es aber auch klasse im Abschluss. Ja, also da bin ich bei dir. Tolles Timing in der Luft. Der neue Spiel.
Spielstand lautet jetzt also 3:1. Und blau. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sauber vom Ball getrennt hier. Schrebski. Blanc. Diop. Sela. Blanc. Jetzt müssen sie aufpassen. Da gewinnt er den Zweikampf. Fatih. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ah, gut, okay. Ey, ernsthaft, eine Ecke? Ey, bist du denn... Jetzt kommt die Ecke. Das ist die Chance. Boah, die verkürzen wieder auf 3:2. Das glaubst du mir doch nicht. Zwei Tore, ja. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Leistner. Wo soll der denn hin? Die Offensive steht. Hey. Das ist mal ordentlich. 5 Minuten Nachspielzeit in diesem Spiel. Alter, sind ja auf 5 Tore gefallen. Gut, nicht für uns. Da geht er dazwischen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ach, meine Güte, ich habe doch zweimal eine Passansage gemacht. Spielst du den denn einfach nicht ab? Mubanje. Blanc. Blanc. Somalia. Wird das eine Torchance? Oha! Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Nein! Ich beiß ins Mikrofon. Schrebski. Ah, toll. Naja, gut, das war's. Mit der ersten Halbzeit 5 Tore sind gefallen. Eieiei. Zur Pause in diesem dritten WM-Gruppenspiel. Also es ist keine WM. Die müssen sich jetzt verteidigen. Sie wollen den Sieg und bisher machen sie es wirklich gut, machen viel richtig. Klasse Auftritt. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Jetzt wird's gefährlich. Geht er rein? Ball erstmal weg. Gute Aktion. Ha. Na gut. Setzen wir erstmal fort, wa? Jetzt geht's weiter. Die zweite Hälfte läuft. Der Abschluss dieser Gruppenphase. Das könnte gefährlich werden. Kreiler. Schrebski. Ball kommt rein. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Der Ball kommt doch richtig gut rein. Aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten.
Schöne Vorarbeit, aber der Abschluss war gar nichts. Diop. Diop. Ja. Da stand er gut und gibt Freistoß. Chance werden. Er zieht ab. No! Voll! Na, ich wollte erst so, na, scheiße. Und dann voll. Da wollte ich nur so ein Jawoll rausholen. Nein. Aber endlich. Ah, 4:2, 2 Tore. Nice. Noch mal genau, wie der Ball noch vom Pfosten abgelenkt wird. Er passt aber auch wirklich ganz genau. Ein paar Zentimeter weiter und er springt wohl wieder raus. Ja, das ist wohl wahr. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Blanc. Blanc. Das könnte eine Gelegenheit werden. Fürstner. Jetzt hat er den Ball. Kurz weg. Da trennt er ihn vom Ball. Ich dachte mir, ich versuche mal wieder einen Fernschuss. Ne? Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Da haben wir ja irgendwie immer... Also zweimal hatten wir da schon Glück von 4 Toren. Delors. Iago. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Abwehr hat aufgepasst. Da haben sie jetzt Platz. Jetzt schießt er im Abseits. Die Möglichkeit zu flanken. Und es gibt Abstoß. Junge, ich habe 4-mal eine Passansage gemacht. Warum tust du nichts? Jetzt reagieren und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Ey, okay. Diop. Und ziehen sie wieder, ne? Spielt den Ball direkt zurück. Kreiler. Die passen nicht mehr zu mir, oder? Weil sie wissen, dass bei mir die Pässe nicht ankommen, aber wenn es gerade passt. Meine, entweder die versucht man es über links oder über rechts, aber über Mitte hat man ja gesehen, hat schon so oft geklappt. Schrebski. Ganz souverän hier vom Torhüter. Und direkt zurückgespielt. Weg ist der Ball. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Fürstner. Ich sage, die schnellen Bälle kann ich einfach nicht annehmen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Mann, ich bin Stürmer, ich hab vorne zu sein. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Das war eine gute Chance. Krass. Damit hätte er sein zweites Tor machen können. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. Wird's jetzt gefährlich? Die sind jetzt sehr offensiv. Ja. Die sind kaum noch im gegnerischen Mittelfeld, die sind jetzt nur noch unseren.
Somalia. Kurz weg. Leistner. Spooning. Kreiler. Fürstner. Oh, soll ich stehe neben ihm, wisst ihr, also. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Die Folge muss eigentlich schon vorbei sein, ne? Aber wir machen jetzt auch das Spiel zu Ende. Das könnte gefährlich werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Gut aufgepasst. Schrebski. Was ist denn jetzt los, Alter? Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Also, wenn der durchgegangen wäre, also das wäre ja peinlich gewesen. Der Torwart hätte sich ja nie wieder in der Öffentlichkeit blicken müssen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt könnte es gefährlich werden. Fick dich doch. Defensiv machen sie es gut. Bla. Es wird etwas besser hier mit dem Regen. Ja, aber trotzdem ist der Rasen natürlich noch nass. Der Ball also weiterhin recht schnell. Wird das seine Torchance? Ey, Digga, das ist doch nicht euer scheiß Ernst! Wir müssen aufpassen. Kreiler. Diop. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Ein neuer Spieler soll frischen Wind Somalia ist raus. Bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Ah, da können sie nicht. Er schießt. Hier! Nein! Ah! Da hat er den Ball nicht voll erwischt. Oh. Ja, was heißt voll erwischt? Sonst wäre er übers Tor rübergegangen. Da müssen sie aufpassen jetzt. Ey, ich habe den schon drin gesehen. Manche Bälle sehe ich drin und manche denke ich mir, der geht eh vorbei. Und dann sind sie drin. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Pass. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Thomas. Da gewinnt er den Zweikampf. Bula. Mann, wo passt ihr die denn hin? Jetzt wird's gefährlich. So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Super Digga. Einsatz. Da kann er was? Ihn stoppen. Er zieht ab. Und der Ball geht nicht rein. Ah, der wäre aber beinahe reingegangen. Und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Vielleicht mal geht. Torion kommt. Fürstner. Guter Pass. Jetzt wird's gefährlich. Jürgens hätte man alles. Klasse Chance, da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück.
Das könnte die Chance werden. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Und er schießt. Es gibt sie noch. Die eine Chance. Und der Torhüter geht auch mit in den Strafraum. Geht was? Ecke kommt rein. Jetzt schießt er. Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Klasse Ecke. Das glaubst du einfach nicht, ne? Ein richtig guter Abschluss. An so einem Spiel haben wir ganz viel Freude. Die Trainer eher weniger, denn defensiv ist da von beiden nicht viel dabei heute. Gute Aktion, bremst erstmal ab. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Ich muss sagen, wie überzeugend sie hier generell ihr Passspiel aufziehen. Das ist schon bemerkenswert. Ja, kann man wohl sagen. Eine wahre Freude zuzuschauen. Alle ständig in Bewegung. Da kommt der Schuss. Klasse gemacht, stark geblockt. Ey, hier sind schon 7 Tore geflogen, ne? Ey. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Zollbohne. Sie schalten noch mal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Ich sage, du kommst hier nicht. Also in der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Digga, ich bin Stürmer, was mache ich denn hier hinten? Jetzt vielleicht die Gelegenheit. Oh! Da pfeift er, es gibt den Winter! Alter! Oh oh. Er schießt von dir aus rechts hin. Vom Elfmeterpunkt links. Da ist er mit. Alter. Digga, wir müssen nachziehen. Wir müssen nachziehen. Wir müssen jetzt alles nach vorne schmeißen. Okay. Und der Unparteiische beendet die Partie. Man trennt sich unentschieden. Wirklich schlechtes Wetter, dafür aber ein richtig gutes Spiel. Ey, richtig gut. Die haben noch 2 Tore nachgeschossen. Dafür war das Spiel viel zu mitreißend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Er macht hier einen Doppelpack und trotzdem gewinnen sie nicht. Da wird er wahrscheinlich am Ende sogar ein bisschen enttäuscht sein. Ja, weil die Mitspieler nicht abgespielt haben. Würde ich mit als Grund sehen. 87. und 90. Die wollten unbedingt den Ausgleich, ne? Die wollten den unbedingt. Alter, das glaubst du nicht, ne? Das glaubst du nicht. Das glaubst du einfach nicht. 4-4. Ich glaube, damit dürften wir trotzdem auf der Tabelle Platz 1 sein, ne? FIFA WC Qualify. Okay, alles klar. Zweitbundesliga, die steht aber noch nicht an. DFB-Pokal, da müssen wir gegen Kaiserslautern ran. Am 19.28.17. Ach du Scheiße, Alex, mal am Arsch, ey, das kann doch nicht wahr sein. Runde 1, was ist mit Runde 2? Ach, es steht noch nicht fest. Ja, was steht noch nicht an? Nürnberg, Bielefeld, St. Pauli, Chemnitz, das ist alles aus der 2. Wa? Das glaubst du nicht. Relegationsspiel gibt's noch nicht. European Shield, okay. Alter, 3-0.
1-3 und 4-4. Wir haben die meisten Tore geschossen. Wir haben 3, 6, 10 Tore haben wir als Mannschaft geschossen. Ansonsten kommt Guimaris, glaube ich, noch halbwegs ran. Die haben 3, 6, 7, 8 Tore. Also V. Guimaris. Oder Guimaraes. Oder irgendwie so ähnlich. Halbfinale geht gegen KAA Gent. Alles klar, alles klar. Das ist die zweite Bundesliga. Wir stehen ganz unten. Was ist denn das für eine Scheiße, bitte? Was ist denn das für eine Scheiße? Warum steht alle ganz oben? Und Union ganz unten, ist das hier noch Buchstaben sortiert? Ich glaube, es hackt da. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Deutschland, 12 Tore. Nee, 12 Gegend, 12 Tordifferenz. Eine Niederlage nur. Schottland hat hingegen nur einen Sieg. Viermal unentschieden. Griechenland, 5 Siege, 3 Niederlagen. Kein Unentschieden. 18 Tore, 14 Tore, okay. Alter, okay. Also wir sollten ja eigentlich die Folge beenden, ne? Dann machen wir noch diese Trainingseinheit, oder? Jawohl. Aua. Nein! Was mach ich denn? B. Aha, danke schön. Und nochmal B. Jawohl. Und nochmal B. Ja, moin. Und noch einmal. Komm. Der muss reingehen. Der muss... Ah, jawohl. Und exzellent rausgeholt. Ja, moin. Nationalmannschaft, als ob wir da reinkommen. Das glaube ich nicht. Ich habe verkackt, Pässe abfangen. Oh Gott, da bin ich immer besonders schlecht drin. Ah, sehr gut. Ah, dachte, den krieg ich noch. Ah, schön über außen. Okay. Bonuspunkte. Perfekt. Nächste. Ja, moin. Ja, moin. Ah, der wäre noch mal reingegangen. Der wäre aber auch reingegangen. Müssen also immer zurückpassen, ne? Ja. Okay. Und
Elfmeter, weil da müssen wir, wenn wir in der Startformation stehen und wenn wir dann mal Elfmeter schießen müssen. Dann müssen wir auch treffen. Ich habe meinen Finger noch leicht bewegt. Es tut mir leid. Ja, der wird nichts. Der wird auch noch. Okay. Warte mal. Der wird vielleicht was. Nein! Der ging sogar vorbei! Der ging nicht mal an Pfosten ran. Täusch mich. Ey, was? Wie hoch soll ich denn noch zielen? Das ist doch schon hoch genug! Ja, genau, das ist zu hoch! Ach, fick deine Mutter, Alter. Na bitte. Entschuldigung. Ja, moin. So. So, okay. Wir beenden die Folge, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Im Stream. Ich gehe kurz auf Toilette. Bis dahin. Tschüss.